Und jetzt in der Donnerstag-Sommernacht. Der neue Willkommen Österreich-Wurlitzer, jetzt in ORF 1. Da sind wir wieder. Einen wunderschönen guten Abend wünscht Ihnen, Hermes. Ich stehe hier neben einer Maschine, an die Lise Engstler jahrelang Hand angelegt hat. Die Anchorman von Willkommen Österreich, die verdienen ihr täglich Brot mit feistem Humor und spitzer Zunge. Grissemann und Stermann, das Wichtigste sind Gags, Gags, Gags. Das Beste davon, was Sie gewählt haben, das sehen Sie jetzt. Ups, Lutenberger und Klug waren die Lesetipps für die beiden. Oder ob es der Olympia-Boykott im Synchronreiten geworden ist. Man darf gespannt sein, kommen Sie, schauen wir uns das an. Schau dir das an, mein Lieber. Ha, 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 ha. Prinz Philipp, das ist der Motoröl, so geil war ich noch nie besoffen. Prinz Philipp ist der Ehemann der Queen und der verfügt über einen ausgezeichneten englischen Humor, was sehr interessant ist, dass er den entwickelt hat, weil er ja in seiner Funktion eigentlich immer nur der Queen hinterher dackeln darf. Prinz Philipp hat tatsächlich in Peking zu britischen Studenten gesagt, wenn ihr noch länger in dieser dreckigen Stadt bleibt, bekommt ihr sicher auch bald Schlitzaugen. Ernsthaft? No joke. Wir Österreicher wissen, das Schlimmste, was Österreicher mal gemacht haben, jetzt mal neben dem Zweiten Weltkrieg, waren die kurzen Hosen von Alois Mock in Saudi-Arabien. Zitat Nummer 2. Prinz Philipp entdeckte bei der Besichtigung einer Fabrik in England einen defekten Sicherungskasten. Sein Zitat dazu, da ist sicher ein Inder dran gewesen. Prinz Philipp beim Treffen mit dem Vertreter der Aborigines in Australien. Ja, ich wurde davon telefonisch unterrichtet. Sie wissen doch, was ein Telefon ist, oder? Der gleiche Prinz, nämlich Prinz Philipp, seine Frage an einen britischen Studenten, der zu Fuß durch Papua-Neuguinea gewandert ist. Sie haben es also geschafft, nicht gegessen zu werden? Alles wirklich authentische Zitate von Prinz Philipp, der auch gesagt hat, über die Stressbewältigung der britischen Soldaten im Irak. Früher liefen noch keine Therapeuten herum, die sich nach jedem Schuss erkundigten, ob man noch in Ordnung sei. Man hat einfach weitergeschossen. Ja. Prinz Philipp hat einmal gesagt, als ihn der nigerianische Präsident in Landestracht empfing, Sie sehen aus, als wollten Sie gleich ins Bett gehen. Das wäre eigentlich noch ganz liebevoll. Ja, liebevoll. Aber was wirklich umstritten ist, Prinz Philipp beim Besuch vom damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl. Ich grüße Sie, Herr Reichskanzler. Hat er wirklich gesagt. Und ein vielleicht letztes Zitat. Ich merke schon, er ist Ihnen bereits jetzt ans Herz gewachsen, dieser unglaubliche Prinz Philipp. Prinz Philipp auf die Frage, ob er sich auf den Besuch in Russland freue. Ja, ich freue mich. Auch wenn diese verdammten Bastarde meine halbe Familie umgebracht haben. Prinz Philipp, ein großer Applaus für Prinz Philipp. Vielen Dank. Die jugendorientierte Rock'n'Roll-Sendung Willkommen Österreich möchte sich Ihnen gerne von ihrer besten Seite präsentieren. Deswegen bin ich jede Woche mit dem Willkommen-Wurli unterwegs und zeige Ihnen das Beste. Das Beste, das können Sie wählen auf der Willkommen Österreich-Homepage tv.orf.at/Willkommen Österreich. Schauen Sie doch vorbei.